Wir sind wieder um mit einer neuen Reaction. Und zwar vom Maelo. Unangenehme Fragen 2 mit dem Adi Totoro und dem Gian Maria Finger. Auch hier herzliche Grüße gehen raus an Maelo, weil eigentlich hat hier mein Name können stehen. Er hat mich so am Freitagnachmittag gefragt, hey Elia, wie sieht es aus? Ich mache ein unangenehme Frage 2 Video, hättest du Bock dabei zu sein? Ich so, hey yo, mega gern. Ich bin eigentlich noch am Arbeiten und kann es dir erst dann und dann aufnehmen. Du hättest es am, ich glaube, Samstagabend hätte ich gesehen. Und er einfach so, nö. Und dann ist es halt scheinbar durch Gian geworden. Aber gerne das nächste Mal, Maelo. Ah, kein Problem. So, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein. Let's go. Hallo zusammen, also willkommen zu einem neuen unangenehmen Fragevideo. Heute mit am Start ist der Adi Totoro. Jo, was läuft? Ich bin der Adi. Der Gian Maria Finger. Ein Kaffee am Morgen. Oh shit, sieht es bei dem gemütlich aus. Woo, Baby, da sehe ich mich drin. Und vertreibt Kummer und Sorgen. Und natürlich meine Wenigkeit. Unglaublich chillig. Und ich würde sagen, wir starten direkt in die unangenehme... Chat, soll ich auch mitmachen? Unangenehme Fragen, soll ich auch mitmachen? Ja. Also, komm, wir machen mit. Let's go. Frage ein, weil heute, da wird es wirklich sehr unangenehm. Let's go. In welchem Auto und wo hast du dein erste Mal gehabt? Oh, was ist das für eine Frage? Ja, ich lasse zuerst die andere beantworten. Eigentlich ganz eine easy Antwort, und zwar ungefähr vor 3 Jahren habe ich mein erstes Mal gehabt. Vielleicht ist das für die heutigen Verhältnisse bei den Jugendlichen relativ alt. Wie alt warst du denn? 11? Maelo? Alles klar. Als ich das gehabt habe, aber es ist noch nicht so lange her, als ich mein erstes Mal gehabt habe. Ganz wichtig, ihr könnt schon mal jetzt ein Like aufs Video geben. Nice. Mein erstes Mal hatte ich recht spät gehabt, und zwar im Alter von 20. Ja, ich bin jetzt 21, also vor einem Jahr ist das gesehen. Aber das Alter finde ich nicht so schlimm, mit dem Ort, und zwar... Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, was gut ist. Auf dem Gusch. Also nicht im Bett, sondern auf dem Gusch, auf dem Sofa, im Wohnzimmer von meiner damaligen Freundin. Okay. Mein erstes Mal Sex hatte ich mit meiner ersten Freundin. Ich war, glaube ich, 15. Ja, ich müsste 15 sein. Schon dann, absoluter Frauenkenner. Und das war bei ihr zu Hause. Wo habe ich mein erstes Mal gehabt? Im Schlafzimmer von meiner Freundin. Wo noch jetzt meine Freundin ist. Free Vanessa. Nein, also bei mir, ganz kurz erzählt, ich war 14. Und wo bei meiner Freundin daheim? Wann hast du das letzte Mal geweint? Ich habe das letzte Mal geheult, als ich ein Video von Maelo geschaut habe, weil das so selten schlecht ist. So klar war es, dass so etwas kommt. Ich musste gerade heulen. Eins der letzten Mal, als ich mich gut mag, dort habe ich so einen Bericht über mich gelesen. Also einen Bericht, so eine Beschreibung, eine Persönlichkeitsbeschreibung von mir. Es hat mich sehr berührt, wie zutreffend war, wie sich mit der Person, die geschildert wurde, dass sie schon mal gesehen hat, sehr fest gespürt, dann haben sie das Beisegeleid und schnell Panik gebraucht, nicht gepresst, dann so. Kann er noch länger erzählen? Ja. Ich würde sagen, das letzte Mal vielleicht so, ich glaube, das ist 2-3 Wochen her oder so. Nein, ich habe das letzte Mal geheult, ich glaube, es ist wirklich sehr lang her, Mitte August vor einem Jahr. Ich heule wirklich sehr selten, aber nicht, weil ich nicht gerne Gefühle zeige, sondern wenn ich heule, dann... Weil er einfach absolut kalt ist. Eh nicht von anderen Leuten, das mache ich eigentlich nie. Sei es Freundin, Eltern, irgendetwas, sondern dann heule ich meistens allein. Aber ich heule schon selten, ich bin sonst dann einfach sad und heule nicht. Zu mir, ehrlich gesagt, ich weiss es nicht mehr. Ganz genau. Es wird etwa vor 3-4 Wochen gewesen oder so. Ich weiss aber den Grund. Aber der Grund ist ein bisschen peinlich, beziehungsweise... Er ist vielleicht nicht zu 100% nachvollziehbar. Und zwar ist es so, ich habe mich extrem über nicht funktionierende Technik aufregen. Also wirklich extrem. Und aktuell ist es so, ich habe mit diesem Laptop die Jungen, im Moment mal streame ich aber einen PC, die Story wisst ihr alles, aber mit diesem Laptop die Jungen habe ich wirklich extrem Probleme. Also der funktioniert eigentlich noch gut, aber er hat einfach technische Probleme. Und ich wollte etwas schneiden und es ist einfach nicht gegangen. Und ich glaube, es hat mich so getriggert, dass ich einfach müssen rennen musste. Aber also ganz ehrlich, bei Technik, mein Geduldsfaden ist aber kurz. Sag mal, hast du schon Urin getrunken? Vorneweg, nein. Nie. Nie. Chat, habt ihr Urin getrunken? Schon mal ein Gläschen hingekippt, oder? Nein, das habe ich noch nie gemacht, freiwillig. Vielleicht irgendwo mal im Ärgerabach oder so, wo weiter oben ein kleines Kind drin geschifft hat.
2448 schreibt ja. Maschallah, der Feinschmecker. Und den im Wasser. Wewe, ja. Okay. Vielleicht so mal. Und zudem habe ich sogar noch eine lustige Story. Ich brich sie ganz, ganz, ganz knapp zusammen, weil ich Bitte. Sie nicht will ausholen. Kann er noch länger erzählen? Ja. Ich habe eines Tages den Kühlschrank aufgemacht. Dort war eine Milchflasche drin. Ich wollte Milch trinken, ich habe von der einen Schluck genommen. Und es war keine Milch. Stell dir vor, oh mein Gott, wer pisst schon in eine Milchflasche und stellt sie in den Kühlschrank? Ich habe schon mal Urin getrunken. Wir haben hier bei der Familie so ein Fässchen, das gerade vom WC runterkommt und dort sammelt sich das. Und dann tun wir das meistens zum Morgen mit so einem Saft machen. Ist eigentlich recht gut. Ich empfehle, ihr müsst noch ein bisschen salzen. Weil Urin ist ja schon salzig, aber wenn es noch ein bisschen salzig ist, dann schmeckt es besser. Hure lustige Witz, Adi. Nein, ich glaube im Fall, solange dass ich mich erinnere, habe ich nicht Urin getrunken. Vielleicht mal so ein kleines Kind mit 3 oder so. Aber ich glaube, also, dass ich mich daran erinnere und absichtlich, nein. Hast geliebt, ist ähnlich wie Ayran. Ganz ohne Reden. Ich muss etwas beichten, und zwar haben wir mal mit meinen Kollegen in der Jugend, haben wir mit einem anderen Kollegen haben wir gesagt, wenn du zu uns in der Gruppe willst, gehören willst, dann musst du das hier trinken. Und wie gesagt, das sind Rivella ohne Kohlensäure. Aber es war etwas anderes gewesen. Aber er hat es nur ganz kurz getrunken und hat das gerade noch mal weggeschossen. Also, ja, ich schäme mich. Ja. Ganz wilde Kindheit gehabt. Kinder sind grausam. Hast du deine Reichweite schon mal gebraucht, um jemanden zu beeindrucken? Oh, da muss ich ehrlich sagen, ja. Eine Story von Can weiss ich auch, aber die darf ich nicht erzählen. Welche Reichweite? Ich würde jetzt einmal ja sagen. Ich glaube, das hat doch safe jeder von uns schon mal gemacht. Also jetzt nicht in eine Bar reinlaufen und sagen, yo Bro, ich bin der Adi, jeder kennt mich so in der Schweiz. So ist es gar nicht, wenn ich das irgendwo würde sagen. Es würde gar nicht funktionieren, weil mich absolut niemand kennt, gefühlt, außer die Leute zuschauen. Das macht Sinn, hä? Nein, aber habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie gemacht, weil ich finde es komisch. Nein, mit irgendwelchen Zahlen oder so, bei irgendjemandem geht es flex oder so. Also nein, habe ich noch nie gemacht, nein. Ja, okay, wenn man vielleicht mal so im Ausgang ist und irgendwelche neue Kollegen kennenlernt oder so, hat man vielleicht schon mal, wenn man betrunken war, schon mal gesagt, wie viele Abonnenten man hat oder was man so macht als Beruf. Aber irgendwie kann man ja auch stolz darauf sein, dass man das erreicht hat. Und wenn ein YouTuber bei dieser Folge Nein sagt, tut einfach liegen. Liegen. Ehrlich gesagt, ich bin mir überlegen, aber bis jetzt habe ich noch nichts. Ist es so? Aber vielleicht nicht so, wie man denkt. Ich und Adi haben dort einfach so ein Game, wo wir manchmal beim Zugfahren so anfangen zu flexen, dass es die Person, die irgendwie uns zulässt, mitbekommt. Das ist eigentlich noch recht lustig. Aber so real, um jemanden beeindrucken oder vielleicht so rumzubekommen, ich glaube nicht. Ich bin auch ein bisschen zu bescheiden und schüchtern, um mit so... Also Can, ich wüsste da eine Story, aber ich erzähle sie nicht, aber... Hast du schon mal jemanden beim Sex erwischt? Nein, habe ich nicht. Oder? Ja. Nicht gesehen. Ja, ich habe schon jemanden beim Sex erwischt. Und zwar ist das meine Ex gesehen. Sie hat damals Geschlechtsverkehr mit einem gewissen Adi gemacht. Das ist ein richtiger Spass, den Adi damit nicht kennen. Aber sonst habe ich ein paar ohne... All seine Witze sind heute anders mühsam. Scheiße, noch nie irgendjemanden beim Sex erwischt. Sei das meine Eltern, Kollegen oder so. Aber nein, ja, eigentlich recht unspektakulär. Und ich merke gerade, mir läutet jemand an, schnell, ich muss kurz ans Handy da gehen. Ich soll sagen, wer? Ja, das kann ich jetzt nicht machen. Das sage ich jetzt wirklich nicht. Das wäre ein cringe. Ob es meine Eltern sind? In der letzten Folge habe ich es ja gesehen, ich habe meine Eltern noch nie erwischt und ich gehe auch nicht so viel an Open Airs bzw. Festivals, von dem her. Habe ich dort auch noch nie mehr erwischt. Also nein, ich habe noch nie jemanden beim Akt erwischt. Aber ich habe letztens so eine heftige Story gehabt. Und zwar bin ich so auf einem Waldweg, einfach am Latschen gewesen. Und dort auf das Mal... Diese Story hat dir schon erst erzählt, im Privatchat-Podcast. Einfach... Folge doch einfach mal im Privatchat-Podcast, liebe Leute. Zwei Personen, Mann und Frau. Viertel, blöd, nackt, einfach am Sitzen. Wenn ich da durchgelaufen bin, haben sie gerade in der letzten Sekunde
das Picknicktüchli so genommen und über sich drüber gestülpt und hier so Schiss gehabt, dass ich etwas sehe. Ich bin so da durchgelaufen mit dem Skate unter dem Arm, so da durchgelaufen und ich sehe einfach nur vier Beine aus dem Tüchli so rausragen und ich dachte, oh mein Gott, aber ja, sie sind 100% beide splitterfasernackt gewesen. Vielleicht haben sie erwischt beim Akt, aber ich habe es nicht gesehen. Also, oder vielleicht hieß es danach noch gemacht. Ich weiß es nicht. Wenn du etwas an deinem Körper müsstest ändern. Ui, schwierige Frage. Ich glaube, es gibt so einiges, aber ich lasse jetzt erstmal den anderen zu. Was wär's? Kurz überlegen. Kurz strecken. Ganz klar, Schwanz verkleinern. Okay. Der war gut. Adi, kannst du gerne Scheibe davon abschneiden. Ich bitte Farid Bang. Ich würde mein extrem ausgeprägtes Geschlechtsteil verkleinern lassen. Also ganz ehrlich. Wieso machen die jetzt beide so Schwanzwitze? Warum? Flashback. Ganz klar, Schwanz verkleinern. Okay. Der war gut. 10 seconds later. Wieso machen die jetzt beide so Schwanzwitze? Warum? End of Flashback. Ich bin zufrieden mit meinem Körper. Das Einzige, was ich will, ist gesund sein und fit sein für mich selber, mich fit fühlen. Aber wenn ich etwas müsste ändern, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen grösser machen. So 1,85 oder so, anstatt 1,70. Das war's komplett. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich mega zufrieden bin mit meinem Körper. Ich bin mega zufrieden mit allem von oben bis unten, wenn man das so sagen kann. Aber die Frage heisst ja, wenn ich etwas müsste ändern, was würde ich ändern? Die eine Zahn da vorne, das ist nicht so dumm. Aber ich habe mal im Turnen Ball in die Fresse gekriegt und dann ist es ein Eckli abdingselt vom Zahn abgefallen. Dann hat es der Zahnarzt geflickt, dann ist es wieder rausgefallen und jetzt hat es der Zahnarzt wieder geflickt. Aber hure hässlich und es hat da so eine kleine Spalte und das würde ich ändern. Ich glaube, etwas, was vielleicht auch schon ein paar wissen, ich habe recht starke Geheimratsecke, heisst, der Haaransatz ist so. Das stimmt. No front gegen Can, aber das ist mir auch schon aufgefallen. Ich glaube, er schämt sich auch ein bisschen dafür. Fühlt etwa genau so. Das würde ich machen, so ein bisschen dichteres Haar mit einem schöneren Haaransatz. Das fände ich schön, aber mit dem muss man auch leben, dass das halt so ist. Außer wenn ich mal viel zu viel Geld habe, kann man ja auch eine Haartransplantation machen. Hey! Ab in Türkei! Da hätte ich ganz kurz eine Frage an die Community. Und zwar, findet ihr ein Haar... Perfekt, beste Can. Ich würde etwas an meinem Körper ändern. Ja, ich glaube, es gäbe so ein paar Sachen, die ich in meinem Körper würde ändern. Und zwar, es gibt etwas, das ich tatsächlich schon diesen Dezember an meinem Körper ändere. Und zwar, tue ich meinen Schwanz okay. Nein, also, schaut mir mal von vorne an. Was fällt mich an meiner Nase auf? Grösser als die vom Unsympathisch? Merci Milo. Dafür immer noch grösser als deine Körpergröße. Wenn es nur die Nase wäre, lul. Ey, Nicola. Schon würde ich hassen, Nicola Probstück. Schon ein bisschen krumm. Eine kleine Kurve. Auf Fast and Furious angelehnt. Mehr Kurve als diverse Freundinnen von diversen Schweizer YouTuber. Nein, also, weil das Bari ist jetzt schon geschrieben, das Bari wusste es, glaube ich, auch schon vom Podcast. Folgt doch einfach mal dem Fatsche-Podcast, liebe Leute. Die Nase hier ist krumm. Das hat, ja, das sieht man optisch. Was mich aber optisch gar nicht so stört, wenn ich ehrlich bin. Was mich mehr stört, ist, dass die Verkrümmung, und das ist etwas, was oft passiert, das ist nicht mega selten, ist bei mir ein Nasenloch zu. Das heisst, ich kann nur durch ein Nasenloch schnaufen. Also, das geht wunderbar, aber das geht nicht. Also das heisst, ich kann nur durch ein Nasenloch schnaufen, also das hier ist verengt und das wird nächsten Dezember gesprengt. Und dann habe ich hoffentlich dort auch Luft. Etwas anderes aber, was ich an meinem Körper würde ändern würde, was ich aber im Moment nicht vorhabe, beziehungsweise was auch gar nicht möglich ist, ist mein Knie hier. Das ist mein linker Knie. Das ist mein rechter Knie, wer jetzt denkt. Dort drinnen habe ich eine Krankheit. Morbus Osgood Schlatter heisst das Ganze. Das ist ebenfalls nichts Seltenes. Führt einfach dazu, dass ich viele sportliche Aktivitäten nur mit Einschränkungen bzw. mit Schmerz machen kann. Mit dem lebe ich schon sehr lang. Das wäre etwas, das ich wie würde gerne ja, nicht haben. So. Ich glaube nicht, dass es meine Sportfaulheit verbessern würde, aber es ist einfach etwas, das nicht so geil ist.
machst ja auch sonst keinen Sport. Genau, Nicola. Hat aber halt auch den Grund, dass früher halt immer, wenn ich Sport gemacht habe, ist das einfach mit Schmerzen verbunden gewesen. Ja. Kann ich natürlich auf das schieben, aber ich bin halt einfach auch ein bisschen unsportlich. Wir machen weiter. Kopen kommen. Ja, ich habe tatsächlich schon Kopen kommen. Also, den Korb habe ich mal geschenkt bekommen. Gut, geil. Ja, unlustig, ich weiss. Ganz ehrlich, jeder von uns hat doch schon mal einen Korb bekommen. Warte schnell. Ich habe zum Beispiel den Korb bekommen. Ja. Wie sie beide die gleichen Jokes bringen. Und jetzt stell dir vor, die haben beide zusammen einen Podcast und bringen das dort 24-7 nicht empfehlenswert. Logisch habe ich schon mal einen Korb bekommen. Also ohne Scheiß, wer hat noch nie einen Korb bekommen oder wer hat schon mal irgendjemand Nice gefunden und die hat mir gesagt, jo, sorry, also für mich funktioniert das besser auf einer freundschaftlichen Basis. Ja, ich habe auch schon mal einen Korb bekommen. Und zwar von meiner jetzigen Freundin. Was ist denn das für eine Story? Free Maelo? Sorry. Ja. Ich habe sicher schon mal einen Korb bekommen. Ich finde das Ganze viel einfacher, wenn man ziemlich schnell auf den Punkt schafft, wo man hin will. Gegenseitig. Und was für einen Punkt, Can? Der G-Punkt Finger erzählt hier, wie man den Punkt findet. Interesse da und das klar machen. Und wenn es nicht da ist, dann shit happens, schade. Und wenn es da ist, dann halt cool. Aber wenn du so ein bisschen direkt auf das ausarbeitest, dann kannst du entweder gewinnen oder verlieren. Aber immerhin kannst du nachher nicht sagen, ich habe es nicht gemacht. Also. Und in dem keine Ahnung, was der Can gegliedert hat, aber habe ich schon mal einen Korb kassiert? Ich möchte so sagen. Ich meine, ihr kennt mein Aussehen ja, oder? Habe ich jemals einen Korb bekommen? Ich möchte es in einer Szene kurz visuell darstellen. Also der Korb war wirklich so. Gewesen. Oder so. Bam! Oder so. Dirty Bucket! Ob ich den Korb kassiert habe? Alter, ich bin fucking slam-dunked worden. Ja, ich würde sagen, merci mal fürs Zuschauen. Schaut bei Maelo vorbei. Gönnt ihm absolut kein Abo. Und bis zur nächsten Reaction.